Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es in diesem Video um die Anzucht der Paprika. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir fangen damit an, dass wir unser Zimmergewächshaus mit der Erde füllen. Dann nehmen wir einen Holzstab und machen überall ein Loch rein, in das dann die Saat gelegt wird. Unsere Saat heißt die runde ungarische. Und in jedes Loch legen wir ein Samenkorn. Wir haben 20 Stück, aus denen nachher hoffentlich später schöne Paprikapflanzen keimen. Die Voranzucht der Paprika erfolgt im Januar und Februar. Also jetzt Ende Januar wird es echt allerhöchste Zeit. Was man im Januar auch anbaut, ist der Chili. Wir machen das aber nicht. Dann drücken wir leicht jeden Samen ein bisschen in die Erde und verschließen ihn mit Erde. Er muss so ungefähr einen halben Zentimeter in der Erde stecken. Wir legen auch hier immer gerne die Pflanzschalen unter. Dann bleibt der Tisch schön sauber und man kann auch mal ein paar Krümel reinlegen. Dann heben wir ihn auf den Untersetzer. Die Pflanzschale verlinke ich euch auch gerne wieder unten in der Infobox, falls es euch interessiert. Und jetzt kommen natürlich wieder unsere Kinder ins Spiel. Unsere Tochter macht dann immer die Schildchen dafür, damit wir auch wissen, wo wir welche Saat reinlegen. Ups. Hier steht also jetzt Paprika drauf. Dann nehmen wir einfach einen Zahnstocher oder so einen Schaschlikspieß, wenn wir nachher wenn die Töpfe größer sind, und vor jede Reihe kommt dann einmal die Beschriftung. Dieses Jahr haben wir nur eine Sorte, sonst würden wir natürlich auch noch die entsprechende Sorte dazu schreiben. Und jetzt wird das Ganze übergossen mit lauwarmem Wasser, das ist ganz wichtig. Kein kaltes Wasser nehmen. Dann kommt die Haube drüber von unserem Zimmergewächshaus. Und nun müssen sie an einen warmen Ort gestellt werden. Und zwar empfohlen wird 25 bis 28 Grad. Und schon am nächsten Tag bildet sich Kondenswasser. Und nun heißt es einfach nur abwarten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und im Februar kommen schon die weiteren Anzuchten. Dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss, eure Angela.